Wir waren zu Besuch vor Ort am Fraunhofer Institut für integrierte Schaltungen in Nürnberg. Dort im Nordostpark 84 wird das Holodeck 4.0 entwickelt. In einer 1400 Quadratmeter großen Industriehalle kann man sich eine VR-Brille aufsetzen und frei durch die virtuelle Realität spazieren. Das Holodeck 4.0 ist ein System, das ich begehen kann und gleichzeitig virtuelle Realität erleben kann. Das Grundprinzip dahinter ist recht einfach. Wir nutzen eine High-Performance-Tracking-Technologie, die nennt sich Redfur. Das sind diese kleinen Sender. Und ringsherum hier sind Antennen aufgebaut, die die Signale empfangen und mir eine sehr exakte Position geben von diesem Sender. Das kombinieren wir mit einer Brille, wie dieser hier. Da kommt der Sender hier oben dran. Und dann nutzen wir diese beiden Komponenten zusammen, um sehr genau zu wissen, wo eine Position in der virtuellen Realität steht und wohin sie schaut. Nach einmaliger Kalibrierung kann es losgehen. Der Nutzer geht durch den freien Raum. Auf den verwendeten Samsung Gear VR-Modellen läuft die bekannte Toskana-Demo von Oculus. Der Maßstab des Landhauses wird im Holodeck viel deutlicher als bei der herkömmlichen VR. Noch gibt es im Holodeck keine Controller. Interagieren kann man mit der virtuellen Realität nicht. Dafür kann man anderen Mitspielern begegnen. Eine Besonderheit des Systems ist es, dass wir viele Spieler gleichzeitig tracken können. Derzeit hier bis zu 100 Personen können gleichzeitig getrackt werden. Und damit lassen sich natürlich Multiplayer, also Mehrspielererlebnisse, in die virtuelle Realität transferieren. Das heißt, man sieht sich gegenseitig, man kann sich auch ansprechen. Und es wirkt einfach viel, viel echter, viel, viel interaktiver als alleine. Die Funksender werden schnell und verzögerungsfrei erfasst. Und das, was live in der Halle passiert, wird hier jetzt auf dem Monitor anhand von 3D-Daten, anhand von XYZ-Daten dargestellt. Das Tracking mit Red FIR wird bereits im Profifußball eingesetzt. Aber auch im Holodeck liefert es gute Ergebnisse. Die Bildrate ist wirklich flüssig. Ich bemerke überhaupt keine Verzögerung, wenn ich mich bewege, wenn ich meinen Kopf drehe, wenn ich gehe. Und das verstärkt den Raumeindruck. Ich bin wirklich hier.